Leute, willkommen zu unserem dritten Musikseminar und das gehört zur Rosa Parks Grundschule. Nicht wundern, wir sind hier in einem Musikseminar der Rosa Parks Grundschule und unser Thema ist Hip-Hop und zwar die Anfänge von Hip-Hop, die Roots von Hip-Hop. Und zwar beginnt unsere Geschichte des Hip-Hop 1974 und zwar in New York. In der Bronx. Das ist ein Viertel, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unserem Kreuzberg, wo wir hier sind. In der Bronx haben früher Arbeiter gelebt, Familien, die gut über die Runden gekommen sind. Ne? Naja, allerdings wurde dann dieses Viertel zerstört, und zwar durch die Entscheidung, einen Freeway quer durch die Bronx zu bauen. Ein Freeway, das ist sowas wie eine Stadtautobahn. Und verantwortlich war der Architekt Robert Moses. Man hat also damals entschieden, den Cross Bronx Freeway mitten durch die Bronx zu bauen. Dadurch wurde immerhin erreicht, dass die weißen Familien weggezogen sind. Es wurden sogar Geschäfte geplündert. Irgendwann hatte man halb verlassene, halb verfallene Gebäude. Es gab ziemlich viel Frust, ziemlich viel Enttäuschung. Die Mieten sind runtergegangen, immer billiger geworden. Und dann haben sich die schwarzen Familien dort angesiedelt, die nicht so viel Geld hatten. Und wir haben ja schon letzte Woche gelernt, dass die Schwarzen ihre Bürgerrechtsbewegung hatten, angeführt von Dr. Martin Luther King, auf den allerdings 1968 ein Attentat verübt wurde. Und seitdem hat nur umso mehr Frust geherrscht. Wir müssen uns das Leben in der Bronx so vorstellen, es gibt Bandenkriege, es gibt ziemlich viel Kriminalität, Drogen. Es ist ganz bestimmt kein schönes Leben gewesen, sondern ein hartes Leben. Und dann hat man versucht, was dagegen zu machen. Nicht die Stadt New York, nicht die Politik, sondern die Menschen selber. Und zwar sind sie auf die Idee gekommen, einfach Musik zu machen. Und zwar Hip-Hop-Musik. Wir müssen uns das so vorstellen, statt auf der Straße mit Waffen gegeneinander zu kämpfen, hat man gesagt, wir können auf einer Musikbühne einfach mit unseren Reimen gegeneinander kämpfen. Sprich, du hast zwei Rapper, Rap, das ist der Gesang des Hip-Hop oder der Sprechgesang. Der Rapper schreibt seine Reime selbst. Und was wir hier sehen, ist ein DJ-Battle. Zwei Typen auf der Bühne, jeder hat ein Mikrofon. Der eine fängt an, was zu rappen, improvisiert, das heißt, er muss sich das in diesem Moment, wo er auf der Bühne steht, ausdenken und dann antwortet der andere, genauso improvisiert und alles gereimt. Wir können das mal in der Schule versuchen, leicht ist das ganz bestimmt nicht, macht aber Spaß. Man nennt sowas DJ-Battle. Battle ist ein Kampf. Es ist bestimmt kein richtiger Kampf mit Waffen. Es ist ein musikalischer Kampf, ein Wettbewerb. Hier seht ihr sowas, ein Studio, wo sich lauter Menschen treffen und zusammen Musik machen. Ihr müsst wissen, dass diese Art von Rap, also der Sprechgesang mit Reimen, auch schon davor existiert hat. Es gibt Vorbilder. Es ist ein Teil schwarzer Geschichtsschreibung, würde ich fast sagen. Es gab den Bebop. Und es gibt natürlich die schwarzen Prediger in der Kirche mit ihrem Gospelgesang. All das sind die Vorbilder von diesem Rap. Und natürlich hat Rap auch die Themen aufgegriffen, die auf der Straße lagen, also das soziale Elend und die Gewalt. Ganz besonders hat das ein Mensch gemacht namens Afrika Bambaataa. Der hat eine
Band, nenne ich das jetzt mal, oder eine Gruppe begründet, die nennt sich die Zulu Nation. Und zwar hat Afrika Bambaataa seinen besten Freund verloren zuvor. Tatsächlich wurde sein Freund mit 9 Kugeln erschossen. Und deswegen hat er beschlossen, so geht es nicht weiter. Das ist zu schrecklich, diese ganze Gewalt. Und aus diesem Grund hat er die Zulu Nation gegründet. Und jeder durfte mitmachen, der rappen kann, also Hip-Hop, tanzen, Breakdance oder Graffiti. Und Afrika Bambaataa hat Songs mit Message gemacht. Das heißt, er hat immer eine Botschaft gehabt, eine soziale Botschaft. Und ganz langsam entwickelt sich was in der Bronx. Das Leben, was davor hart war und sehr unschön, ist auf einmal bunt geworden. Es gibt Blockpartys, wo draußen getanzt wird zu Hip-Hop. Auf einmal sind die Straßen bunt. 10 Jahre geht das im Untergrund. Es gibt richtige lokale Hip-Hop-Stars, welche, die man vielleicht nur an dieser Ecke kennt oder auf der Straße. Die haben Kassetten verkauft auf der Straße, sind auch draußen aufgetreten. Und man braucht ja auch gar nicht viel dazu. Nur ein Ghetto-Blaster, das sind diese Kassettenrekorder, die man auf die Schulter nimmt. Vielleicht ein Mikrofon. Man braucht keine Instrumente, keine Technik, nur sich selbst. Man muss noch nicht mal singen können. Es reicht, wenn man rappen kann, also Sprechgesang. Ne? Und das bleibt ganz lange im Untergrund. Und irgendwann gibt es dann den ersten großen Schallplattenerfolg. Und zwar von der Sugar Hill Gang. Und der Song heißt Rapper's Delight. Und tatsächlich hat er sich 8 Millionen Mal verkauft. Was irre ist, davor wurden ein paar Kassetten verkauft. Und auf einmal haben wir hier einen Song, der sich 8 Millionen Mal verkauft. Ich habe mir die Platte damals auch gekauft und ich weiß noch, dass auf der B-Seite ein Song drauf war, der heißt The Message von Grandmaster Flash. The Message. Also die Botschaft, die Möglichkeit, das, was draußen auf den Straßen passiert, in Musik zu fassen. Ne? Und der allererste richtige Superstar der Hip-Hop-Musik, der nennt sich Curtis Blow, der verkörpert für mich alles, was Hip-Hop ausmacht. Der war Breakdancer und später dann Rapper. Everybody, if you got what it takes, because I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the words. Und Curtis Blow hat auch als allererster eine echte Langspielschallplatte aufgenommen. Ihr wisst schon, die schwarzen großen Dinger. 10 Songs sind da mindestens drauf. Das war die allererste Langspielschallplatte der Hip-Hop-Musik. Dann kam der Producer, der Produzent Rick Rubin. Der hat gesagt, das ist zwar gut, was bisher gemacht wurde, Curtis Blow oder auch Sugar Hill Gang, aber für mich ist das noch nicht die Musik, die ich auf der Straße höre, wenn ich so durch die Bronx marschiere. Das, was ich auf der Straße höre, klingt viel härter. Deswegen hat er die Band hinter mir unter Vertrag genommen für sein Label, das ist eine Plattenfirma, Def Jam. Diese Band nennt sich Run-DMC und Rick Rubin hat gesagt, für mich klingt Hip-Hop viel härter als alles, was wir bisher gehört haben. This beat is my recital. I think it's very vital. To rock around, that's right, on top. It's tricky, it's so tight. Here we go. It's tricky to rock around, that's right, on top. It's tricky.
Und auf einmal hören wir auch wieder Gitarren und Schlagzeug in der Musik. Also doch wieder eine Rockband und davor sind drei Rapper. Rick Rubin hat sogar eine weiße Band unter Vertrag genommen mit jüdischen Wurzeln, die Beastie Boys. Und hat damit die allerersten weißen Superstars der Hip-Hop-Musik ins Rennen geschickt. Aber natürlich ist Hip-Hop nicht nur so ein Männerding. Es ist natürlich auch was für Frauen. Und dafür steht die Band Salt and Pepper. Drei Frauen, die sich natürlich auch noch mit Themen beschäftigt haben, die Frauen und Männer angeht. Gleichheit zwischen Frauen und Männern, Emanzipation von Frauen. Und ihre Musik war mindestens genauso gut wie die der Männer. Und ihr erster richtiger, berühmter Song hieß Push It. Ihr merkt, Hip-Hop ist was für Frauen und Männer, für Schwarz und Weiß. Es bringt die Leute zusammen, es verhindert Gewalt. Es verhindert, dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen und stattdessen lieber Musik machen. Ist doch ein schönes Schlusswort. So viel zu unserem dritten Seminar von der Rosa-Parks-Grundschule. Ich freue mich und wir sehen uns nächste Woche wieder in diesem Homeschooling, Lockdown, Musikunterricht, wie auch immer, digital. Bis dann.